So, und damit rein in den gut kommentierten Aal. Vielleicht kann ich jetzt sogar ein gutes Referat halten. Nein. Nein, machen wir nichts vor. Und damit herzlich willkommen Nein! zurück zu Dark Souls 3. Zusammen mit Wirti. Waren wir hier fertig? Ich glaube nicht. Nein. Im letzten Part hatten wir eine Tiershow. Stimmt, Also genau da war was. Wirti wollte nicht zugucken. ich habe so schnell geblinzelt, dass Dark Souls für mich nur noch eine Tiershow war. Was Was ist seid los? ihr? Gegner. Oh, ich bin Und einhändig. Ich dass bin du den einhändig. Angriff machst. Ich bin einhändig. Ich war einhändig. Ja. Ich wollte den machen. Mal. Bist du irgendwann mal nicht einhändig? Hä? Ich bin die ganze Zeit Nein, nein, einhändig. zwei. Aber du bist zwei nicht immer. Ich bin immer zweihändig. Und nur Aber ganz wenn du selten mal zwei nicht einhändig. bist, dann macht er doch den Angriff. Ach, du hast Stärken gemacht, oder? Ja, ich wollte den machen. Ah. Oh mein Gott. Bin wie ein Noob, nur schlechter. Was ist. Mein Plan war, dass ich beide treffe und dann war der andere nicht mehr da. Was ist schlechter als ein Noob? Ein Dummy! Profi, der angibt und nichts kann. Ja, ein Dummy! Ja, ich weiß gar nicht mehr, was das Ziel war. Du gehst gerade den Shortcut zurück. Ich glaube, dein Ziel war, dass du den Typen verprügelst, der dein Schwert geklaut hat. Stimmt, da unten war irgendwas. Ich Ich erinnere meine, mich. du kennst dich aus, oder? Komm und schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir. Dark Dark Souls Souls. Seelen. Dunkle Seelen. Reichtum, Weißt du, was Macht ich und mich Seelen. frage? Hat Ja. es solche Aufzüge wirklich gegeben? Nein. Bist du sicher? Solche Aufzüge hat es nie gegeben. Nein, im Ernst, solche mit Druckknöpfen in der Mitte, das meine ich damit. Gab's sowas jemals oder Denke ist mir nicht. viel? Ich weiß es nicht. War das so eine Sache damals? Ich denke nicht. Da liegen Seelen. Meine Seelen. Da bin ich Piep. sicher. Ich habe die jetzt auch nur geklaut. Und du hast den Magier nicht getötet. Keine Angst, ich habe keine Fernkampfwaffe dabei. Wie immer. Hey, so schlimm wie in Dark Souls 1 ist es hier nicht. Was war dein Plan? Weiß ich nicht. Hatte ich einen? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht, ich frage hier. Also im letzten Part bist du bei dem gestorben. Warum? Also deswegen. Naja. Oh, tot. Oh. Oh Gott! Der wollte mich auch haben. Oh, der dritte. Oh, guck ihn dir an, wie er post. Ja, hab ich ihn. Ich wollte mir jetzt Seelen in Sicherheit bringen, das ist alles. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf vorging, aber ich denke, das war schon ganz cool so. Dann könnte ich sie parieren. Einen schönen, geschmeidigen Parry. Wir müssen uns unterhalten. Über Dark Souls. Eins. Ja. Findest du es auch unter aller Sau, dass Johnny nicht in der Lage ist, weiterzuspielen? Ich warte auf Content. Ich habe ein paar den Stream noch nicht geguckt, also noch nicht ganz. Den, wo ich kurz meinen Gastauftritt hatte. Also nicht wirklich meinen Gastauftritt, aber. Ja. Ich habe ein bisschen angefangen. Wo dann irgendwann der Ich gute Laune Typ. verstehe es halt ehrlich gesagt nicht. Als ich Dark Souls 1 angefangen habe, ich konnte nicht mehr aufhören. Ich wollte weiterspielen. Ist nervig, geil. Überhaupt nicht. Ich hasse diese Gegner. Oh, danke. Ja, ich verstehe dich da. Mich jetzt auch ein bisschen gewurmt, dass ich auf die Aufnahmen warten musste. Das kenne ich.
Na, müsstest du auch auf die Aufnahmen warten. Also nein. Das kann ich bei manchen spielen. Banjo-Tooie. Nee, nicht wirklich. Nur manchmal, wenn ich dann spielen denke, so, oh, jetzt muss ich schon aufhören. Was heißt, wir müssen schon aufhören? Ich meine, wir könnten einfach weiter aufnehmen. Nein, du wolltest ja nie. Du fragst immer noch einen Part und sag ich ja. Nein. Ich habe letztes Mal gesagt, machen wir noch einen und so, nein. Spät. Stimmt, letztes Mal war ich saumüde, ich erinnere mich. Aber sonst bin ich immer so, ja, klar. Noch rein? Wieso nicht fünf? Ja, fünf mal. Zehn! Okay, zehn. Okay, das sind vier. Oder 20! Oder 100! Er schafft's doch in 5! 3, 4, 3, 2! Patrick, nein! Okay, 3 und nicht ein weniger. Ich find's gut, dass du mir den Anfang verstanden hast. Drei, nimm es oder lass es? Das schafft er doch mit 3. Schön. Was ist dein Plan? Wie komme ich da hoch zu dem Typen? Tja. Willst du, dass ich es dir sage, oder willst du es nochmal aufs Neue rausfinden? Weder noch. Pass auf, Nomi, du musst zurückgehen zu dem Gebiet, wo die Ratten waren. Da musst du eine Pose machen und die Rattensprache erlernen. Oh ja, das dann gehst Sinn. Du wieder hier zurück und dann kommen Ratten von oben runter, die ihn runterschubsen. Oh Gott. Oh Gott. Den hast du jetzt schön reingelockt. Lass den Aufzug. Hol den Aufzug runter. Wo ist denn der Chassel? Hinter dir. Da um die Ecke. Da, hinter dir. Hinter dir. Nein, jetzt vor dir. Hinter dir. Vor dir. Neben dir. Links. Ah! Um die Ecke. Ganz schön dreckig hier. Also, mein Gott, können wir das sauber machen. Ist widerlich, oder? Ja. Komm, schnapp sie dir. Widerlich. Komm, schnapp sie dir. Pokémon. Ich wette, sein Stammbaum wäre auch ein Kreis. Und das ist seltsam aus. Und rein! Mein Stammbaum ist ein Kreis. Ist ganz normal. Ich weiß. Ist ja ekelhaft. Ich weiß. das war nicht der Magier zu dir, oder? Oh. Kannst du runterhüpfen. Oder wie es ich hier mache, ich lock die Typen her und snipe sie tot in Headshots. Ganz viele Headshots. Ja, ich bin stolz auf dich. Headshots. Hast du das gehört, du da hinten? Ja, wird die schon richtige Pussy, oder? Die sind ja wirklich nervig. Gefährlich. Nee. Das willst du dir ein. Wir haben langes, großes, dickes Schwert. Und sie wissen, wie man damit umgeht. Manchmal. Vorsicht. Da was wieder mal absolut fair. Hast du Rollen gespammt? Ja. Oh. Da hat er den perfektes Timing abgepasst. Ich hasse es, wenn Gegner so was machen. Ich krieg grad Flashbacks zu dem Bosskampf hier. Guter Bosskampf. Das war schrecklich. Das war so absolut schrecklich. War geplant. Finde ich gut. Lauf einfach durch. Nein!
Das war ein Counter. Du. Natürlich war es ein Counter-Hit. Ich war vollkommen wehrlos. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Lauf doch einfach durch. Beim nächsten Mal. Oben von hinten. Nicht. Okay. Er ist lang und hart. Damit muss es da raus. Nein, nein. Wer ist lang und hart? Hat sich, ist gerade weg. Meinst du deine Nase? Ja, ja, klar, klar, klar. Ich hatte doch den Pfeil wo stecken. Oh, ja, da, ja, den. Ja, lang ist gut, hart ist gut, aber dicke. Es ist Luft nach oben. Meine, er ist auch scharf, Domi, er ist auch echt scharf. Ich parry ihn jetzt einfach. Klar. Hey! Ja, 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 ist doch gut. Hey, ein Parry! Sollte eigentlich ziemlich easy sein, wir müssen es ja langsam angreifen. Nein! Zu langsam, würde ich, zu langsam. Ja, das kenne ich. Das okay, ist zu lang. Der Parry, der Parry. Das ist ein schreckliches Timing. Tatsächlich ist es wirklich ein schreckliches Timing. Echt? Das Timing ist hier schwerer als in 1. Liegt an meinem nicht perfekten Schild fürs Parryen. Wenn ich so einer so hättest. Oh! Au. Geh da weg! Geh da weg! Geh da weg! Oh, weißt du, was dir aufgefallen war? Du warst am Knie von ihm. Ja, die Knie! Bitte die Knie! Warum rollst du? Weiß ich nicht. Nimm, nimm! Fühl ich mich jetzt sicher genug, dass die hüpfen die ganze Zeit durch die Gegend. So, wenn ich zum Parryen musst du bei ihm bleiben. Nein, nein. Das ist die Lügenpresse, Leute. Das ist die Lügenpresse, die erzählt dir sowas. Kannst du mir eigentlich erklären, warum ein Schlag von vorne mehr Schaden macht als von hinten? Hinten hast du einen harten Rücken und vorne hast du so weiche Gedärme und sowas. Parry ja, doch! Aber das ist doch bei dem Schwert egal. Okay, das war einfach unglaublich mutig. Ja. Und nein, dumm. Nein, Domi. Mutig wäre es, wenn es geklappt hätte. Nein, nein, das war mutig. Dann dachten alle so, oh, 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 er traut sich. Oh mein Gott, der ist mutig, der ist mutig, der ist mutig. Und dann bin ich gestorben und dann haben sich alle gedacht, nee, war doch nur dumm. Ja, na gut. Wie sagt man so schön? Hochmut kommt vor dem Fall. Aber wieso falle ich nur? Ja. Man könnte sie auch ignorieren. Klar, gehen wir einfach dran vorbei. Klar. Und was sollte hinter schon sein? Ein Boss. Wäre ein bisschen kurz, oder nicht? Nee. Alles soll ja sein. Ja, aber es ist ja ein optionales Gebiet, hat es gesagt. Das ist nicht unwahr. Wer macht so ein optionales Gebiet unendlich lang? Ich überlege gerade, welches optionale Gebiet lang ist. Ne, das ist DLC. Ich weiß nicht, ob das zählen kann. Hm, ja. Naja, nicht wirklich. Das ist ja aus gutem Grund lang. Ja, mehr Content. Also würde ich sagen, sie soll einfach dann vorbeilaufen. Ist deine Entscheidung, wenn du eine Pussy sein willst. Es ist interessant. Ich wusste, was die für Angriffe können, weil ich die immer wegsniper.
Das ist gut zu wissen, dass du dich nie den stillst. Ah, ja, das erste Mal habe ich mir den sichergestellt. Dann dachte ich mir, ja, nee. Das ist mir zu doof. Das Coole ist mit dem Sniper, die stehen dann einfach vor dir, wenn du oben bei dem Magier bist. Die stehen einfach vor dir, unter dir, machen nichts und du... Headshot, 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 Headshot. Manche müssen sich ein bisschen ausrichten. Headshot. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass der Himmel irgendwie orange wird? Achso, ich dachte, das liegt am Gebiet. Du musst später mal, wenn du drauf achtest, mal an den Himmel gucken. Was soll das? Gott, du bist ja schrocken. Nee. Ein bisschen. Du musst da raus. Ja, jetzt habe ich mich erschrocken. Ich schon raus muss. Oh Gott. Ich war nur auf einmal verwirrt, dass mich auf einmal was getroffen hat. Ja, das hat echt Schaden gemacht. Ich wollte gerade sagen, hat es überhaupt Schaden gemacht? Guck mal, ich leuchte nur rot. Du hast recht. Guck mal auf dein Leben. Ja. Also ins Menü. Status. Da. Tipp. 8 Leben. Es hat Schaden. Hä? Es hat 8 Schaden gemacht und ich habe trotz allem noch alle, also meinen Schaden. Wieso ist dein Ring noch aktiv? Faszinierend. Was es nicht alles gibt. Du könntest ein Perlenschild ausrüsten. Oh, hey, ein Boss. Hör mal. Gott, alles ist besser als die. Alles ist besser als die. Dem Boss gibt's was Lustiges zu erzählen, aber guck dir erstmal die Cutscene an. Welche Cutscene? Die Cutscene. Ich hätte auch gerne einen Ocelot. I will not give him up. For he is all that I have. Mir wurde ja im ersten Teil gesagt, dass alle Drachen tot sind. Ja, dachten wir. Pass auf. Eigentlich sollte er ein Drachenbaby in der Hand halten. Siehst du es? Ich auch nicht. Weißt du, warum es nicht mehr da ist? Oh mein Gott, was macht das im Schaden? Wie rasch ihr weg. Warum ist es nicht mehr da? Ja, mach den Kampf und irgendwann siehst du warum. Weil die Zensoriten-Leute, die Zensoriker, Domi, die Zensoriker, das finde ich gut, ne, für die Leute. Finde ich auch. Mal wieder dachten, das ist nicht gut. Sollte ein Drachenbaby oder ein Menschenbaby im Arm halten? Ich habe keine Ahnung, irgendein Baby. Könnte mal googeln, gibt's denn überhaupt? Gibt's eine? Ich habe nie gegoogelt. Wo ist jetzt hier die Version? Also habe ich schon mal einen Titel. Die Zensoriker waren am Werk. Oh, yes, yeah. Nur wenn du es bis zur Hälfte von dem Bosskampf schaffst. Wie ist der Gegner? Weiß ich nicht. Sehen wir gleich. Ich denke so. Ja, so. Osiris. Osiris. Zensor. Ne, ich würde Anzensor schreiben. Cut Content. Oh, oh, oh. Ist es das? Aua. Aua.
Oh mein Gott, das ist ein Menschenbaby. Dann deswegen wahrscheinlich. Oh mein Gott. Aber. Ja, welchen Alter ist das Spiel bitte? 16? Ja. Das ist okay. Oh Gott. Das gefällt mir nicht. Hey, du hast bisher keinen Schaden gemacht. Er hat Drachenfedern als Windel. Das ist cool. Ist es nur in Deutschland weg oder ist es... Ich glaube, wurde rausge... Es ist die Alpha-Version, sieht man es noch. Ich glaube, es ist komplett weg. Oh, interessant. Und das Baby hat anscheinend auch keine Animation in dem Alpha. Aua. Er schwingt zweimal. Aua. Aua. Oh Gott. Das hat absolut kein... Oh, interessant. Aber es weint. Oder ist es bei dir? Ja, ja, das hörst du. Wie willst du mich hören? Ja, das ist die Frage. Aber nein, du hörst es noch. Es ist ja da. Aber... Oh ja, jetzt passt es auf. Nein, warte. Du machst gut. Aua. Ich glaube, er hat keine Augen mehr, wenn ich es richtig sehe. Kann auch sein, dass das Baby, das in der Hand hält, schon tot ist. Ich hätte auch gerne einen Ocelot. Er hat also einen Menschen als Drachen großgezogen. Interessant. Ja. Und er ist gut, einen Menschen zu töten. Das ist wahr. Oh Gott. Aber ja, man hört es noch und alles. Hä? Dann verschießen noch weniger. Ja, aber es wurde nur der Sprite oder halt allgemein das Baby halt rausgepatcht, aber der Model, und alles ist da. Model. Ja, das Model, genau. Sprite ist 2D. Ja. 3D hat nur mehr als ein Sprite. Hey, mach doch einen Toy-Cut! Hab ich schon versucht. Ja, geht nicht. Da oben. Oh ja, jetzt guck hin. Guck hin. Sehen? Hat es auf den Boden gestampft? Ja, deswegen wurde zugleich rausgepatcht, weil er das macht. Oh mein Gott, ich lebe! Oh, du lebst ja noch. Ja, ab dem Zeitpunkt nimm mir das Baby und hau es richtig auf den Boden. Und ich glaube, deswegen wurde es rausgepatcht. Ich verstehe es immer noch nicht. Ne, kann ich nicht nachvollziehen. Nein, ja, komm, das ist nicht, ist brutal, ja, aber komm schon. Das ist Dark Souls. Die ganze Welt ist voller brutalen Monster, ekelhafte Dinge. Ja. Hast du mal Bloodborne gesehen? Was da für eine kranke Scheiße abgeht? Nein, ich habe Bloodborne wenig gespoilert. Ah ja, stimmt. Das war von Anfang an ein Spiel, was ich auf jeden Fall selber spielen wollte. Dann hatte ich es für die PS4 nicht, also erst gar nicht. Beziehungsweise erst hatte ich dann die PS4 relativ spät erst bekommen. Oder gekauft. Kann ich sagen, bekommen, wenn ich sie mir selber gekauft habe. Und dann habe ich nirgends Bloodborne günstig kaufen können. No. Pass mal auf, interessanterweise hörst du das Baby immer noch. Ja. Interessanterweise ist es eigentlich tot. Tot wäre. Aber dann hast du es nie gehabt und gespielt. Genau, ich habe es noch nie gehabt und nie gespielt und jetzt habe ich es für die PS5. Also beziehungsweise war es beim PS Plus dabei und jetzt habe ich es für PS5.
Dadurch. Ja, ich würde es gerne spielen. Ich auch. Aber ich werde es nicht spielen. Aber das spielen wir definitiv erst nach dem nächsten Part. Denn das ist schon das Ende von diesem Part. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, tschüss. Ciao, ciao.